Zelte, Palettenmöbel und Solarpanels. Das sei erst der Anfang, sagen die jungen KlimaaktivistInnen. Aktuell wohnen rund 25 von ihnen im Fridays for Future Klimacamp neben dem Rathaus. Was nach einem Feriencamp aussieht, betreiben die BewohnerInnen jedoch nicht zum Spaß. Auf die Politik müsse Druck ausgeübt werden, um die Klimaziele zu erreichen. Seit Beginn mit dabei ist Klimaaktivistin Lynn. Wir sind hier das Klimacamp und das Ganze wurde initiiert von Fridays for Future Aktivisti. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir jetzt seit über 2 Jahren auf die Straße gehen. Wir haben schon Forderungen gestellt und trotzdem passiert nicht so wirklich was in der Politik. Es wird vielleicht viel erzählt und schöne Versprechen gemacht, aber so richtig umgesetzt wird das dann nicht. Uns ist halt super wichtig, dass zum einen auch erkannt wird, dass einfach wir in dieser Krise stecken und was passieren muss. Und dass zum Beispiel die Region Hannover hat immer noch das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden. Wo einfach wir, wenn wir auf die Wissenschaft hören, sehen, das klappt nicht. Wir müssen bis 2035 klimaneutral werden. Der Maßnahmenkatalog wurde bei Campbeginn an PolitikerInnen übergeben und mit einem Banner eine eindeutige Message übermittelt. Da wir einfach sehen, dass unsere Zukunft in Gefahr steht, haben wir uns jetzt entschlossen, dann einfach hier uns hinzusetzen und zu sagen, wir bleiben jetzt, bis ihr handelt. Und wir zwingen euch jetzt sozusagen einfach damit, was zu tun, weil wir nicht weggehen und wir euch den Druck einfach immer weiter spüren lassen. Die AktivistInnen zeigen sich hartnäckig. Unser Enddatum ist der 31.12.2035, weil wir sagen, bis dahin müssen wir klimaneutral sein, sonst können wir die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht einhalten. Und das ist so eigentlich die einzige Deadline, die wir so richtig haben. Und ansonsten sind wir relativ offen dafür, wie lange wir das hier aufrechterhalten. Der Schulalltag ist für die CampbewohnerInnen keine Hürde. Aus dem Zelt hinaus geht es für viele direkt zur Schule. Die Solarpanels würden bei gutem Wetter sogar Homeschooling ermöglichen. Eingerichtet ist das Camp außerdem mit einer Küche inklusive Spülstation und einem Gemeinschaftszelt, in dem zusammen gegessen und Musik gemacht wird. Auf weiteren Zuwachs hoffen die BewohnerInnen besonders nach Ferienbeginn. Finanziert wird das Camp aus Spenden. Sollte sich im Kampf gegen die Klimakrise nichts ändern, ist für die AktivistInnen erstmal kein Ende des Camps in Sicht.